da sind wir wieder bei Jam in the Basement. Jazzrock TV mit einer Live-Show hier aus unserem Studio. Ja, Nummer 2 aus dem neuen Studio und wir sind stolz, wir haben eine super Band heute, das Lars Dubler Trio. Ja, Lars Dubler mit seiner kleinen Band, mit einer neuen Platte, die rausgekommen ist, Unbound, und heute Abend hier einiges daraus live on stage. Wir haben ein bisschen Publikum hier und wir freuen uns sehr drauf, wird ein toller Abend, tolle Band, tolle Musik. Was will man mehr? Also, dann los geht's, wir freuen uns auf Lars Dubler. Thank you.
Ja, während der Corona-Zeit habe ich 3 Alben rausgebracht. Ich habe jetzt nicht die Füße hochgelegt, zwischendurch auch mal. Aber habe die Zeit natürlich genutzt, wie so viele Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich. Ich habe ein Duo-Album mit Stefan Karl Schmidt gemacht. Der ist ebenso halber Isländer wie ich. Da haben wir uns mit isländischer Musik beschäftigt. Dann habe ich ein Album mit einem Sänger aus Berlin rausgebracht, einem deutsch-amerikanischen Sänger, Robert Summerfield heißt der. Und wir haben ein Joni Mitchell-Tribute-Album eingespielt. Und als drittes und natürlich nicht zuletzt genannt, mein Trio Unbound mit Jens Düppe und Dennis Gäbel. Und das ist vielleicht eigentlich auch ganz interessant, um mal so für die Nicht-Musiker unter uns mal so zu beschreiben, wie wir die Zeit auch genutzt haben. Jens und ich, wir teilen uns 2 nebeneinander liegende Proberäume. Und in der Zeit, als wirklich angesagt war, da die Kontakte zu reduzieren, haben wir uns jeder in seinem eigenen Proberaum aufgebaut und haben uns Mikrofone gelegt zwischen den Räumen, so wie im Studio, und haben Kopfhörer aufgesetzt und haben dann zusammen Musik gemacht. Nicht in einem Raum, sondern in 2 Räumen, aber ne, wenn man die Absprachen einfach ins Mikrofon ruft und sagt, jetzt weiter, dann kann man auch ohne Blickkontakt Musik machen. Und in diesem Zusammenhang sind viele von den Stücken entstanden, die jetzt auf dem Trio-Album zu hören sind. Das war auch eine ganz schöne Zeit, muss ich sagen. Man war jetzt dann nicht so ganz alleine und konnte zusammen arbeiten, aber halt eben nicht in einem Raum. Meine Band ist ja jetzt nicht so das klassische Piano-Trio. Ne? Da gibt es einige Änderungen, kein Bass zum Beispiel, und ich spiele elektrische Instrumente und keine akustischen Instrumente. Und die Idee war im Grunde entstanden aus meinem Solo-Programm, das ich zuletzt herausgebracht habe, 2016. Und ich dachte einfach, wie wäre es denn, wenn man jetzt so ein Konzept hat wie das Solo-Programm, nur man hat vielleicht noch jemanden, der den Rhythmus mit übernimmt und mich da ein bisschen unterstützt, und man hat jemanden, der auch noch Melodien spielen kann. Das gibt mir natürlich auf der einen Seite mehr Verantwortung, weil ich jetzt auch die Bassfunktion mit meinem Moog-Synthesizer übernehme, aber es gibt mir dann natürlich auch wieder größere Freiheit, weil ich natürlich dann auch entscheiden kann, wo es harmonisch hingeht in dem Moment. Und wir hatten es ja gesagt, vor 10 Jahren war ich zu Gast, da hatte ich schon mal ein Quartett mit diesem Instrumentarium, mit Fender Rhodes und Moog-Synthesizer. Und das ist im Grunde so auch eine Weiterführung oder eine Reminiszenz an dieses Album, Reiter heißt das, so, ne, wo ich elektrisch spiele. Und das als Gegenpol zu diesem akustischen Solo-Album kann man das vielleicht auch sehen. Und ich habe bei Nils Klein in der Band auch oft diese Funktion des Bassisten übernommen. Und ich finde eigentlich, ähnlich wie im Orgeltrio, dass das eine ganz andere Aufgabe ist, die ich habe, aber die nicht minder reizvoll ist. Ich kann mich da jetzt nicht verlassen auf den Bassisten und lehne mich nur zurück, sondern ich muss auch ein bisschen arbeiten. So. Aber das ist so ein ganz schöner, kompakter Bandsound, der da entsteht. Und das haben die Jungs auch super umgesetzt. Thank you.
Das zweite Stück, das wir gespielt haben, ist Sleepwalker. Und da habe ich so mit Effekten gearbeitet, mit so einem Vibrato und so einem so einer Bandecho-Simulation, die so ein bisschen dieses Eierige von alten Tonbändern simuliert. Und es hat dann so ein bisschen was Wobbeliges. Ne? Und da musste ich so dran denken an so, oder an dieses Bild von jemandem, der vielleicht so schlaftrunken und gar nicht genau weiß, wo bin ich denn jetzt? Und dann in den statt ins Badezimmer in den Schrank geht oder so, ne, was man da so für Geschichten kennt. Das war so die Assoziation, die ich mit dem Sound hatte, ne, der sich da so gebildet hat. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt mein Kompositionssetup. Ne, das kann auch schon so passieren, dass Stücke einfach am Klavier entstehen. Aber wenn ich jetzt Musik für diese Band schreibe, dann sitze ich natürlich im Proberaum aufgebaut mit meinem ganzen Instrumentarium und ich komme natürlich auch auf Ideen allein durch den Sound der Instrumente. Ne? Das geht auch ohne. Wenn ich eine klare Vorstellung habe von dem, was ich machen will, kann ich das auch an einem anderen Instrument ausführen, aber um so eine Soundvorstellung oder eine Vorstellung der Möglichkeiten zu bekommen, ist es schon ganz gut, wenn man auch die Instrumente natürlich vor sich hat. Und ein Schlagzeuger im Nebenraum, der vielleicht auch mal eben kurz einen Groove ausprobieren kann. Das ist schon ganz gut. Ja, das ist natürlich anders, jetzt mit Moog-Bass zu spielen, als wenn ich das zum Beispiel auf dem E-Piano oder auf dem Klavier machen würde. Das ist zum einen natürlich einfach der Aufteilung der Instrumente geschuldet. Ich musste jetzt gucken, wo stelle ich den Moog überhaupt hin. Ich hatte den zuerst oben auf dem Fender Rhodes stehen und dann hat man das Problem, dass die Schulter irgendwann schwer wird, wenn man immer also nicht in der Höhe spielt, sondern so in zwei Etagen dauerhaft. Ich bin jetzt unten, sondern der natürlicheren Handhaltung entspricht. Das heißt, da spiele ich dann sowieso andere Sachen als das, was ich vielleicht auf dem Klavier spielen würde. Und man ist natürlich auch durch den Sound beeinflusst. Also wenn ich hier diesen schönen Sägezahn-Sound des Moogs habe, dann komme ich natürlich beim Spielen auf ganz andere Ideen, als wenn ich das auf dem E-Piano machen würde oder auf dem Flügel. Thank you.
Genau, ja, die Überlegung, wie ist es denn entstanden, das Trio-Projekt ausgehend von dem Duo-Projekt? Ja, also durch die Tatsache, dass ich natürlich Bass spielen muss und Solo spielen und noch begleiten, ist natürlich, also man kann das Konzept machen. Da gibt es ja von Domi und JD Beck zum Beispiel so ein Keyboard-Schlagzeug-Duo. Also das kann schon funktionieren. Aber ich selber habe mir so ein bisschen mehr Freiheit gewünscht. Ich begleite auch sehr gerne, was ja natürlich auch Teil meiner Berufsbeschreibung ist als Pianist. Also da möchte ich das auch in meiner eigenen Band nicht missen, dass ich da jemand Drittes begleiten kann. Das heißt, da entstand schnell die Idee, wo soll es denn hingehen. In dem Quartett damals hatte ich Gitarre und E-Bass dabei. Da war Gitarre so das Melodieinstrument. Das hatte dann so einen rockigen Approach und ich wollte eigentlich gerne so ein bisschen einen jazzigen Approach haben. Und deswegen war für mich Dennis auch eine gute Wahl, weil Dennis ist so, man könnte sagen, er ist ein richtiger Jazz-Saxophonist. Und der gibt so ein bisschen der Musik, die ja natürlich durch E-Piano und Synthesizer so ein bisschen elektronisch klingt, gibt er so eine schöne warme Erdung und schiebt die so mehr in Richtung Jazz. Wenn man jetzt vielleicht einen Gitarristen hätte, dann würde die vielleicht eher in Richtung Rock geschoben werden oder so. Ne? Das heißt, der ist so mein der Anker zum Jazz. So, ne? Und ich finde auch die Mischung ganz reizvoll, ne? Dass die... Also allein, das ist bei Jens natürlich auch so, Jens ist kein Rock-Schlagzeuger, Jens ist ein Jazz-Schlagzeuger, das heißt, sein Sound und sein Setup sind jetzt Jazz geprägt.
Und selbst wenn er dann einen Backbeat-Groove spielt, klingt der natürlich immer noch nach, mehr nach Jazz, als wenn das jetzt vielleicht ein reiner Pop- oder Rock-Trommler spielen würde. Aber diese Mischung aus Akkorden, die vielleicht im Jazz nicht ganz so zu Hause sind, sondern woanders herkommen, und dann dieser Moog-Bass, den man ja eigentlich eher aus so hausigen Produktionen kennt oder aus Disco-Zusammenhängen. Also diese Mischung finde ich super, ne, dass es da so verschiedene Ebenen gibt, die wir abbilden können. Thank you.
wollen mal schauen, wie es weitergeht mit dem Trio. Wir haben jetzt zwei Termine im September. Ich bin gerade am Booken fürs nächste Jahr. Da stehen auch schon ein paar Termine drin. Muss mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Viele Veranstalter sind noch vorsichtig oder haben halt so Altlasten abzuarbeiten, so Bands, deren Konzerte abgesagt wurden. Also das ist, also ich beschreibe das jetzt wertfrei, ne? Das ist einfach nur noch so eine Findungsphase, glaube ich, für alle. Also hauptsächlich für Veranstalter und fürs Publikum, aber auch, ne? Kann vielleicht jeder für sich selber beantworten, wie oft gehe ich jetzt raus, wie oft bleibe ich dann vielleicht doch auf der gemütlich eingesessenen Couch, die sich bewährt hat in den letzten Monaten. Und eigentlich ist es für alle Leute, die sich für Kultur interessieren, auch schon vielleicht mal ein guter Gedanke, sich mal zu überlegen, okay, mache ich jetzt weniger als vorher? Klar, wer Angst hat noch vor Erkrankung oder so, bleibt dann vielleicht doch lieber zu Hause. Aber wer jetzt sagt, okay, vielleicht bin ich genesen oder gut geimpft, könnte ich nicht mal den Hintern hochkriegen heute Abend? Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns alle stellen müssen, ne? Weil das ja auch einen ganz direkten Einfluss hat auf die Qualität und Bandbreite der Kultur in unserer Umgebung. Wenn jetzt weniger Leute ausgehen, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Veranstalter, der es dann nicht schafft. Und deswegen geht alle raus. Ich habe einen Freund in Hamburg, der verschenkt immer Tickets zum Geburtstag, wenn er irgendwo eingeladen ist. Also für den Gast und für sich selber und sagt, komm, wir gehen raus und versucht das auch so ein bisschen, also sich selber auch aus seiner Lethargie zu holen. Also das wäre jetzt vielleicht mal so der Ne, Appell nicht, aber schon mal so die Idee vielleicht in den Raum geworfen. So was können wir, die wir uns für Kultur und für Musik interessieren, denn vielleicht noch ein bisschen mehr machen, als wir das jetzt in den letzten Jahren eigentlich ja auch gewohnt waren. Und es ist ja schön, wir wissen alle, wie schön Live-Musik ist und